Was will man mehr? Ja, wie gesagt, zum Sommer hin kriegen wir eine neue Linie, wir kriegen neue Busse, wir kriegen Setra 415 LE Business Version Fahrzeug kriegen wir, also 2019er Baujahr halt, ne? Mit Xenonlicht und so ein Pipapo und Xenonlicht, war es Xenon? Ach, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ja. So, wieder bei dem mit. Ja. Kann ich überholen. Halt uns jetzt nicht im Herzen gucken, deswegen schnell weg hier. Ich weiß nicht, irgendwie wir haben drei verschiedene, also wir haben drei mal das gleiche Fahrzeug, aber alle drei unterschiedlich. Der hier fängt auch langsam an zu klappern. Na, 300.000 Kilometer. ja. Ansonsten wollte ich mich bedanken für das fleißige Feedback und für die vielen Aufrufe. Wir haben jetzt mittlerweile auch die 1000 Abonnenten geknackt, also da auf jeden Fall schon mal ein herzliches Dankeschön. Ja, die Kommentare, ja, jawohl, ich will noch weiter vorne fahren, Junge. Trullei. Ja, manche Kommentare, ja, kann man sich sparen. Aber sag mal so, ich weiß, selbst wenn ich manchmal nicht gerade so schrei antworte darauf, dass viele Kommentare sind gut gemeint, hilfreich in etc. Ja, nur viele Kommentare beziehen sich halt auf das damals. Und da denke ich mir so, Digga, natürlich, ich fahre jetzt auf jeden Fall anders. Ja, deswegen, also natürlich, viele Sachen mache ich falsch, daran ja, kann ich was ändern, natürlich. Ist so alles gut gemeint und alles, aber ich denke mir immer so, viele Leute, die so schreiben, die sind selber nicht perfekt. Und sag mal so, ich weiß bei vielen Situationen gerade diesen einhändigen Lenken und sowas, ist okay, akzeptiere ich, der Sonne blendet mich auch ganz schön. Akzeptiere ich, allerdings habe ich das Problem beim Lenken, gerade hier so im Kreis und ich komme dann gar nicht schnell genug rum. Also ich wüsste gar nicht, wie ich so schnell lenken kann. Also ich kann schon, ja, aber ich fühle mich dabei immer so unsicher. Einfach deswegen, weil ich denke jetzt, dass ich dann einfach zu langsam bin. Deswegen, ja. Also gerade wenn ich lenken muss oder gerade wenn ich schnell oder viel lenken muss, dann greife ich doch noch gerne zu dem Einhändigen oder zu dem Tellerdreher. Oder Tellerwäscher oder whatever, wenn es wie ihr wollt. So, mal gucken, haben wir jetzt endlich mal Fahrgäste. Ja, sie bewegen sich, also würde ich mal sagen, immer Fahrgäste, also bin ich jetzt ruhig und genieße die Fahrt. Ich sag's euch, ist die schönste Strecke hier. Guten Tag.
Ja.